Guten Morgen zusammen, Serge Menger hier. Ich habe gerade eben einen Link zugeschickt bekommen, dass in Sachsen-Anhalt, bei Halle, glaube ich, war das, Flüchtlinge probeweise vor den Landtagswahlen beigebracht wird, wie man im Grunde genommen hier in Deutschland wählt, probeweise. Ich meine, bei allem Respekt, wenn es irgendwo schon bereits Feuer brennt, ja, Feuer bereits angezündet ist, dann geht man nicht hin und gießt nochmal mit Öl drauf. Bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, die im Internet kursieren, bei den Ängsten und bei den Sorgen, die die deutsche Bevölkerung momentan im Grunde genommen durchmacht. Ja. Ich lese Berichte über Angst der Islamisierung seitens der christlich-deutschen. Ich lese nur noch Probleme, also eigentlich nur noch Probleme, ja, dass in der Flüchtlingspolitik noch nicht wirklich eine Lösung gefunden worden ist. Leute, nochmal. Es gibt Menschen in diesem Land, die echt sich den Arsch aufreißen, um eine Lösung zu finden. Es gibt Menschen in diesem Land, die wirklich versuchen, beide Seiten zusammenzubringen im positiven Sinne. Wenn natürlich solche Berichte kommen, gerade jetzt, und ich muss mal sagen, derjenige, der diesen Bericht verfasst hat oder derjenige, der diese Äußerung oder diese Aktion gestartet hat, heißt nun mal nicht Müller mit Nachnamen, dann ist es meiner Meinung nach nichts anderes als Öl im Feuer zu gießen. Ich weiß ja nicht, ich meine, keine Ahnung, ist das so schwer zu verstehen? Ist das so schwer zu verstehen? Mach doch verflixt nochmal euren Job. Was hat Probewählen mit Integration zu tun? Was hat das in dem jetzigen Moment für Menschen, die noch nicht mal die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen? Für Menschen, die sich in diesem Land erstmal überhaupt mal zurechtfinden müssen, überhaupt wissen, wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft, wie kann ich mich verankern? Für Menschen, die erstmal die deutsche Sprache lernen müssen. Für Menschen, die erstmal verarbeiten müssen, was sie in ihrer eigenen Heimat durchgemacht haben. Was bringt den Leuten ein Probewählen? Tut mir doch bitte mal einen Gefallen. Hört doch mal auf mit dieser Scheiße. Hört doch mal auf, die Bevölkerung zu verunsichern mit so einem Blödsinn. Denn die Leidtragenden sind wir. Ich habe keinen Bock darauf, dass es zu Zeiten kommt, wo auch ich auf der Straße aufpassen muss, wo ich hinlaufe und wo nicht. Wir reden doch immer von Rechtsradikalismus und bla 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 und und. Versteht ihr denn nicht, was ihr damit macht? Ist das so schwer zu verstehen? Kopf einschalten. Schalt den Kopf ein. Fangt an nachzudenken, was ihr da draußen macht. Ich sitze hier jeden Tag, schreibe mit Leuten, habe ungefähr noch 500 E-Mails zu bearbeiten. Ja. Eins nach dem anderen, Sorgen, Probleme, Angst. Man gründet einen Verein, ein besseres Miteinander, um den Leuten das Gefühl zu geben, auch wir hier lebende Migranten und Ausländer kümmern uns. Und es gibt Leute, die treten die ganze Sache kaputt. Die werfen es in den Dreck. Durch irgendwelche Aktionen, die absolut keinen Sinn ergeben. Jetzt möchte ich doch mal bitte fragen, nachdem diese Leute diese Probewahl gemacht haben und bestanden haben, weil es ja sehr, sehr schwer ist, ein Kreuz zu machen, was kommt dann? Was kommt denn dann? Deutscher Pass auf Expressbestellung? Was kommt denn dann? Sendet bitte die richtigen Signale. Bitte. Diesen Menschen soll geholfen werden, ja.
Aber sorgt doch erstmal, dass im eigenen Haus wieder Ruhe einkehrt. Denn wenn im eigenen Haus keine Ruhe herrscht, kann niemandem geholfen werden. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich ja blöd. Kann ja sein, vielleicht bin ich ja wirklich dumm. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind die ganzen Facebook-Kommentare und auch Kommentare im Internet, die ich lese, gar nicht von Menschen, sondern von Robotern gemacht, die sich alle Sorgen machen. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der das so sieht. Ich weiß es nicht. Doch von einer Sache bin ich überzeugt. Durch solche Signale erreichen wir gar nichts. Wir erreichen dadurch noch mehr Hass, noch mehr Verunsicherung in der Bevölkerung und noch mehr Hass gegenüber anderen, das heißt Migranten und Ausländern.